ist kein Zufall, warum die Benzinpreise vor dem Wochenende, Feiertagen oder Ferien in die Höhe schnellen. Wir haben das ja schon immer alle geahnt. Die Mineralölwirtschaft spricht sich ab. Und das hat selbst die Bundesverbraucherministerin Aigner dazu veranlasst, zum Widerstand aufzurufen. Boykottiert die großen Konzerne, fahrt zu den freien Tankstellen. Max macht den Preischeck. An jeder Ecke eine Tankstelle und überall der gleiche Preis. Kein Wettbewerb an der Zapfsäule, hat jetzt endlich auch das Bundeskartellamt herausgefunden. Für die Hessen nichts Neues. Ach, war's ja schon länger. Sprit kostet überall das Gleiche. Und wenn eine Tankstelle den Preis hochsetzt, dann setzen die anderen auch hoch. Wieso, dass das Bundeskartellamt so lange gebraucht hat, das rauszufinden? Das ist uns allen ein Rätsel. Ebenso Mario Heilmann, Inhaber der freien Tankstelle in Bad König im Odenwald. Der stündliche Preischeck gehört seit jeher dazu. Wir kontrollieren die direkt benachbarten Tankstellen und entsprechend stellen wir unseren Preis ein. Der ist in der Regel ein bisschen günstiger. Gut, dass es freie Tankstellen gibt, findet auch das Kartellamt. Ohne sie würden die 5 großen Anbieter dem Verbraucher noch mehr auf der Nase herumtanzen. Aral, Esso, Shell, Total und Jet beherrschen den Markt zu 2/3. Der neueste Vorschlag der Politik? Möglichst viele sollen bei den Freien tanken. Dann klappt's auch mit dem Wettbewerb. Pech nur, auch Heilmann und Kollegen sind den Großen ausgeliefert. Letztendlich bestimmen die unseren Preis. Es gibt nur 5 Kraftstoffproduzenten in Deutschland, von denen ich Kraftstoff kaufen könnte. Und das sind halt mal diese starken A-Gesellschaften in Deutschland. Von daher, unsere Konkurrenz ist quasi auch unser Lieferant. Damit ist klar, wer den Preis diktiert. Solange es diese Strukturen gibt, hat der Verbraucher keine Macht. Der Vorschlag der Politik? Naiv. Höchste Zeit, dass das Kartellamt endlich gegen die großen 5 vorgeht. Bei der Frage, wo kann ich am besten günstig tanken, da setzen viele Hessen noch eins obendrauf. Das sind die Wackeren, denen Alkohol im Tank keine Angst einjagt. Und die nicht gleich glauben, dass ihr Auto auseinanderfällt, wenn sie E85 tanken. Preiswert tanken und dazu noch etwas Gutes für die Umwelt tun. Max auf Probefahrt durch Hessen. Läuft hier alles mit rechten Dingen? Im Tank dieses Golf steckt zu 85% Alkohol, nur ein paar Tropfen Benzin. Unvorstellbar? Das funktioniert? Kein Ruckeln, kein Klopfen. Der Golf fährt mit E85 einwandfrei. Fahrer Michael Schmidt aus Niedernhausen ist nicht nur deswegen begeistert. Ja, also momentan, wenn ich tank, komplette Tankfüllung um die 55 Euro bei Ethanol. Und bei Superbenzin jetzt bei den Preisen um die 1,55, wären das locker 80 Euro. Michael Schmidt ist gelernter Kfz-Mechaniker, weiß, was er tut. Vor allem spart er Geld. Der Liter Super kostet im Moment 1,53 Euro. Der Liter E85 nur 1,03 Euro. Weil der Verbrauch mit E85 um 20% steigt, zahlt Schmidt effektiv 1,24 für den Liter. Clever. Doch die Mehrzahl der Hessen schaltet auf stur. Nicht mal das neue E10, Sprit mit nur 10% Ethanol, kommt ihnen in den Tank. Ja, man hört dieses und das und man möchte nicht gerade plötzlich einen kaputten Motor haben. Ne? Manche sagen, das macht auch den Motor kaputt, habe ich gehört. Und dann lieber nicht. Weil mir das einfach nicht klar ist, was ich da tanke, und tanke ich halt nach wie vor super. Was sagt Ihr Hersteller oder Ihre Werkstatt? Den frage ich gar nicht. Obwohl ich tanken könnte, aber ich tue es nicht. Sie haben sich informiert? Ich habe mich informiert. Und der Hersteller sagt, eigentlich ging es? Eigentlich ginge es, ja. Aber ich tue es nicht. Würden Sie es mal ausprobieren? Nein. Warum? Ich bin schon zu alt für Experimente. Große Verunsicherung, trotzige Reaktionen. Michael Schmidt kommt diese Diskussion bekannt vor. Das ist dasselbe wie vor 25 Jahren, als das Bleifrei eingeführt worden ist. Weil keiner genau Bescheid gewusst. Einer hat gesagt, es klappt nicht, der andere sagt, es klappt. Es war eine große Aufregung, heute fahren sie auch alle bleifrei. Typisch. An dieser Frankfurter Tankstelle hat E85 selbst 5 Jahre nach Einführung einen Marktanteil von nur 3%. An ihm liegt es nicht. Professor Eckhard Bohles von der Goethe-Universität Frankfurt. Bohles beschäftigt sich mit der Entwicklung von Biosprit und fährt auch selbst mit E85. Warum nur diese Verunsicherung? Woanders gehört Biosprit längst zum Alltag. Eigentlich zu einfach. Ja. Das sieht man vielleicht an Ländern, ich will sie jetzt nicht direkt als Entwicklungsländer bezeichnen, Brasilien, wo das Thema Auto nicht so
hochgekocht wird wie hier. Da funktioniert das Ganze seit 20, 30 Jahren und niemand diskutiert darüber. Und wenn ich mit Brasilianern spreche, die lachen einfach über uns, weil wir es einfach nicht verstehen, dass man das so einfach haben kann. FFV, Flexi Fuel Vehicle. Nur solche Fahrzeuge haben die Händlergarantie. Das bedeutet, der Ford verträgt jeden Sprit. Oder auch dieser Saab. Für wenige 100 Euro mehr verfügen die Modelle ab Werk über eine E85-Ausstattung. Max will wissen, geht's auch ohne Extratechnik? Michael Reinicke, Flugzeugmechaniker aus Eppstein, fährt E85. 7000 Kilometer mit Biosprit hat sein Opel Corsa inzwischen auf dem Buckel. Ich habe es probiert, schon vor mehreren Jahren mal mit einem anderen Auto. Es hat hervorragend geklappt. Vom Fahren her ist es ganz normal, wenn er morgens kalt ist, dann stottert er etwas, muss man etwas mehr Gas geben, beziehungsweise beim Anspringen bei kalten Tagen oder bei kalten Nächten ist es etwas schlechter. Aber er springt an und danach fährt er, wenn man die ersten 50 Meter hinter sich hat, ganz normal. Mit Michael Reinicke und seinem Opel Corsa fahren wir zu Max Autoexperte Stefan Manke. Über 20 Jahre ist Manke im Geschäft, kennt jedes Zipperlein am Auto. Auffälligkeiten wegen Betrieb mit E85 sind am Motor des Opels nicht zu erkennen. Das wäre also im Bereich der Einlass- und Auslassventile, weil diese werden anders beansprucht, haben also auch dadurch, dass die Verdichtung sich etwas verändert, dadurch, dass auch Wasser immer etwas mitgeführt wird mit dem Kraftstoff, da könnte man vielleicht erhöhte Korrosion feststellen. Was man sicherlich schon gehört hat, ist ja, dass der Ethanol etwas anders verbrennt. Das kann man wirklich am Motorgeräusch auch feststellen. Mir ist sofort aufgefallen, als der hier reingefahren wurde, der Wagen, dass der Klang des Motors etwas divergiert von dem normalen Betrieb. Was E85 mit den Teilen des Motors macht, weiß keiner genau. Fest steht, alle Autos fahren mit Biosprit. Ende des Zweiten Weltkriegs, da haben die Bauern halt auch noch den Holzvergaser auf den Traktor geschnallt und es hat auch irgendwie funktioniert. Also das Zeug brennt. Im Prinzip kann jedes Auto diesen Kraftstoff auch fahren. Es ist halt immer nur die Frage, wie lange, wie gut und mit welchen Problemen. Falls es Probleme noch in der Garantiezeit geben sollte, bei Fahrzeugen, die nicht ausdrücklich für den E85-Betrieb geeignet sind, übernehmen die Hersteller keinerlei Haftung. Wie man sich doch vorsichtig an E85 herantastet, das praktiziert Professor Bohles. Er mischt normal mit Biokraftstoff. Ich mache es auch so, dass ich in meinem Auto teilweise E85 zutanke, sodass ich dann letztendlich auf Mischungen komme, so von E40 bis E50. Das heißt mit einem Bioethanolanteil von 40-50%. Weil mein Auto ist kein FFV-Auto, aber man kann da ohne Probleme auch mehr Ethanol zutanken. E85 beimischen. So haben auch Michael Schmidt und Michael Reinicke angefangen. Inzwischen tanken beide 100% Biosprit. Ohne Extratechnik, problemlos und günstig. Nirgendwo steigt die Kriminalitätsrate so.